Ein Drittel Bangladeschs steht unter Wasser. Grund ist der in diesem Jahr besonders heftig ausfallende Monsunregen. Mindestens 1,5 Millionen Menschen sind laut Behörden von den Überschwemmungen betroffen. Etwa 15.000 Menschen sind aus den schwer betroffenen Gebieten im Norden des Landes geflohen, berichten Behördenvertreter. Die meisten Betroffenen versuchten allerdings, in der Nähe ihrer Häuser zu bleiben, die von den Wassermassen beschädigt wurden. Die Behörden befürchten, dass in den nächsten Tagen im schlimmsten Fall etwa 40% des Landes überflutet werden könnten. Die Monsunzeit in Südasien dauert von Juni bis September. Die Niederschläge werden dringend für die Ernte benötigt, um die Bevölkerung des indischen Subkontinents ernähren zu können. Allerdings führt der Monsun immer wieder zu Überschwemmungen und Erdrutschen und fordert viele Todesopfer.